schon, dann probier. Ja. Ja, was mich eigentlich interessiert, das Thema Coworking. Ich habe ja hier die Doris Schuppe bei mir, die seit vielen, vielen Jahren einen Coworking-Space auf Mallorca betreibt. Und ich finde das spannend. Und eigentlich sollte doch inzwischen die Situation so sein, dass dich die Leute überlaufen. Alle wollen Workation machen, alle wollen New Work. Das ist das neue heiße Ding. Hast du überhaupt noch Platz bei dir? Wir haben Platz, weil wir sind damals hierher gegangen für fast 7,5 Jahren und wollten auch auf Mallorca in einem ruhigen Platz sein. Wir wollten gerne entschleunigen. Wir wollten, dass die Menschen, die zu uns kommen, entschleunigen. Und oft ist es so, dass die Leute dann doch lieber nach Palma gehen wollen und in Palma so ein bisschen mehr Leben haben möchten. Insofern ist es schon nochmal so ein Thema. Jeder Coworking Space, der nicht im Zentrum ist, sondern eher in der Walachei, sage ich jetzt mal, hat da schon ein bisschen mit zu kämpfen, dass nicht alle diese Ruhe suchen. Ja? Und jetzt magst du sagen, Vacation dieses Jahr muss es der Knall im All sein. Ich muss leider feststellen, dass viele Menschen zu mir sagen, ja, Doris, letztes Jahr habe ich das ganz gerne auch bei euch gemacht, aber dieses Jahr möchte ich nur Urlaub machen. Also ich habe mittlerweile gedacht, okay, 2022 ist eher noch das, okay, ich weiß, ich kann das machen und manchmal kann ich es auch noch nicht machen. Also viele Firmen sind jetzt noch nicht so weit, dass sie ihren Mitarbeitenden das zur freien Verfügung stellen, ob sie auch im Ausland arbeiten können. Und deswegen sagen viele dann, dieses Jahr mache ich auf jeden Fall Urlaub, aber nächstes Jahr sieht es für mich besser aus, mit dem Thema das zu verknüpfen. Wer kommt denn zu euch? Sind das die Unternehmen, die ihre Leute da hinschicken und sagen, hier, das ist jetzt ein Benefit für die Mitarbeiterin, für den Mitarbeiter, 2 Wochen Homeoffice auf Mallorca, oder sind das die Leute selber, die zu euch kommen? Also zu 90% sind es die Leute selber, die zu uns kommen. Vor der Pandemie hatten wir sehr viele Offsite-Meetings bei uns, Team-Meetings, Team-Building, Kickoffs oder sonst irgendwas. Das ist natürlich jetzt auch durch die Pandemie ganz anders geworden und vieles findet jetzt eben gar nicht statt oder unter Umständen dann in Deutschland, damit man nicht so weit reist. Tatsächlich sind es viele Angestellte, die zu uns kommen und auch schon immer zu uns kamen. Dazu eine ganze Menge Selbstständige. Aber wir hatten dieses Jahr das erste Mal, wo mir zwei Angestellte sagten, sie sind richtig offiziell hier, weil seit Januar hat die Firma alle Fragen geklärt, die es steuermäßig, versicherungsmäßig zu klären gibt, bevor eine Firma sagt, ja, ich lasse es zu, dass du eine längere Zeit und seien es auch nur 21 Tage auch im Ausland verbringst. Was muss man denn erklären? Ich dachte, wir sind in der EU, Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ja, das habe ich auch ein Stück weit gedacht, aber ich bin jetzt keine Expertin zu dem Thema, aber ich sage nur Stichwort A1-Bescheinigung und was ich da teilweise von anderen Selbstständigen gehört habe, was sie zum Beispiel in Österreich erlebt haben, muss man natürlich auch damit gewappnet sein, dass man halt hier auf jeden Fall diese Bescheinigung entsprechend ausfüllt, falls es dann einmal zu so einer Prüfung kommen sollte in dem Moment des Eine Steuer, das ist Auslandsaufenthalts. A1 ist ein Steuerbescheid Achso, die quasi. A1 ist die Bescheinigung, dass du krankenversichert bist. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es eben noch die andere Geschichte, dass natürlich Länder genau hinschauen, gibt es Menschen aus bestimmten Firmen in anderen Ländern, die bei mir arbeiten und gar nicht bei mir Steuern zahlen, weil man natürlich davon ausgeht, noch aus der nicht digitalen Zeit, wenn sich ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende im Ausland aufhält, dann wird sie ja dort auch mit Kunden in diesem Land arbeiten. Also entsteht Geschäft auf diesem Grunde in diesem Land und dann möchte ich natürlich auch eine Steuererklärung von der anderen Firma haben. Ist ja nicht ganz falsch gedacht, nur oft ist es halt so, dass wir ja überhaupt nicht hier mit den Kunden dann arbeiten, sondern dass die Menschen mit den Kunden in Deutschland oder sonst wo zu tun Das heißt, dann kommt das Finanzamt Spaniens auf haben. den Arbeitgeber zu, der
jemanden zu dir geschickt hat und sagt, mach mal eine Steuererklärung oder wie verstehe ich So das? ist es dann. Ich habe es auch noch nicht erlebt. Es ist ein Recht, es ist möglich, wenn Mitarbeitende aus einer Firma aus einem anderen Land in deinem Land sind, dass du als Steuerbehörde zumindest verlangen kannst, dass du eine Steuererklärung machst als Firma, was natürlich ein bisschen Geld kostet. Es geht auf null raus, aber du hast halt die Gebühren zu entrichten, logischerweise. Das Thema ist, wo ich das schon kennengelernt habe, ist, wenn jemand hierher gezogen ist. Also wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, okay, ich finde es so cool auf Mallorca und das funktioniert hier auch mit dem Glasfasernetz so dermaßen cool, ich ziehe dahin und bleibe aber Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dann bekommt die Firma tatsächlich ein Problem. Dann muss Und das, sie eine Steuererklärung machen für genau, da den muss sie hin. Mitarbeiter Richtig, Arbeitenden. genau. Aber das ist Und wirklich in dem Moment erst richtig evident, wenn dann tatsächlich jemand hierher zieht, sich mit allem anmeldet, etc., ne, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. okay. Also sonst müsste der ja, wenn der, wenn ich in ein wenn ich jetzt für eine Firma in Spanien arbeite, dann bin ich ja. Wo zahle ich meine Steuern? Und zahle ich meine Steuern in Deutschland, nehme ich an. Klar, ja, logisch. Genau, klar. Umgekehrt Da ist das ändert sich so. ja nichts dran. Dein Wohnsitz ist ja auch nach wie vor in Deutschland. Ne? Das ist halt Ja. immer, wenn sich dann wirklich der Wohnsitz komplett ändert, die Versteuerung dann auch von dem Angestellten ändert und in dem Moment merkt dann ja die Steuerbehörde, Moment mal, wo kommt denn das her? Ach, wenn der hier lebt, dann macht er ja sein Geschäft vielleicht auch hier. Dann möchte ich doch mal von der Firma wissen, welche Umsätze sie hier macht und ob sie vergessen hat, in der Vergangenheit hier eine Steuererklärung zu machen. Okay, dann haben wir ja schon mal die Krankenversicherung und die Steuererklärung. Das sind also zwei große Stolpersteine, wenn man quasi sowas Arbeit von der fremden Küste aus. Was aus deiner 7,5-jährigen Erfahrung, was gibt es denn da noch für Sachen, auf die man eigentlich achten muss, wenn man so ein Workation anbieten will oder wenn man so, wenn eine Arbeit Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin sowas machen will. Boah. Dass ich alles mitnehme, was ich für meine elektronischen Geräte brauche. Wir haben schon sehr, sehr häufig erlebt, dass dann jemand hier war und gefragt hat, ob wir ein Netzteil für dies und jenes hätten. Ja, bei Laptops geht das nicht so gut, bei Macs geht es dann wieder ein bisschen einfacher. Da haben wir alle möglichen Generationen von Netzgeräten tatsächlich. Okay. Oder auch das iPhone-Laden, Smartphone-Laden. Das ist wirklich ein Thema. Ne? Also man weiß auch nicht, wie das passiert, aber es passiert. Also das auf jeden Fall alles schön einpacken, was du für deine elektronischen Geräte so brauchst. Und dass du vielleicht auch überlegst, irgendwo hinzugehen, wo du einen Coworking-Space in der Nähe hast. Weil wir erleben immer wieder, dass Menschen halt sich etwas buchen, wie auch immer. Natürlich heißt es, dass es Internet hat. Ja, aber es gibt halt Internet und es gibt Internet. Und je nachdem, was ich mache, ne, also ob ich mehr tue als nur Mails abrufen, dann kann ich auch mit Internet klarkommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Videokonferenzen mache, dann ist doch die Belastung für die Internetleitung eine ganz andere. Und da ist es dann ganz sinnvoll, sich im Vorfeld auch vielleicht schlau gemacht zu haben. Gibt es einen Coworking Space in der Nähe? Kann ich da auch ein Tagesticket bekommen? Weil ganz ehrlich, viele Coworking Spaces haben Wochen- oder Monatstickets. Ne? Und für Tagesgäste ist man da auch nicht unbedingt immer so eingerichtet, weil es ja auch ein gewisser Aufwand ist, der deutlich höher ist. Und insofern, dass man sich halt darüber schlau macht und dann nicht erst verzweifelt und dann anklopft und sagt, ich muss jetzt unbedingt hier Internet haben, weil in einer Viertelstunde geht mein Call los. Das ist Okay. halt auch immer ein Druck, den man sich selber macht, aber auch dann auch uns als Coworking-Hosts, ne? Dass wir dann auch denken, oh, ich kann jetzt auch nicht immer alle stehen und liegen lassen, um sofort jemandem dann zu helfen, in einer Viertelstunde einen Call zu machen. Ja, aber so gehen manche Leute da auch ran, dass sie nicht wirklich genau fragen, ob das Internet tatsächlich reicht oder auch schon mal vorher testen, wenn sie angekommen sind, ob es reicht und dann sich schon mal auf die Suche machen, wenn der Business-Tag droht. Sollte aber eigentlich für jemanden, der aus Deutschland kommt, sowieso Standard sein. Also hallo, hier in München haben wir auch DSL und wenn wir Glück haben, gehen die Daten da auch durch die Leitung. Also, weil zumindest hierzulande ist das mit dem Internet, es gibt ja nicht an jeder Milchkanne, die Politik sagt, und das ist alles irgendwie immer noch Neuland. Und bei euch ist Glasfaser überall, ne?
Glasfaser in den Dörfern, aber auch nicht in allen. Also da muss man auch aufpassen. Es kann jetzt auch sein, dass du in einem Dorf bist oder in einem Dorfteil bist, der noch am alten DSL hängt. Aber man muss auch wissen, Ferienunterkünfte sind nicht immer mit einer Festnetzgeschichte ausgestattet. Ja? Und auch je nachdem, wo das Objekt ist, je ländlicher, ich sage immer so, ihr müsst euch vorstellen, ihr würdet in Deutschland auf dem Acker mal eben ein Haus hinstellen. Ne? So ähnlich sind ja hier die Fincas auch zum Teil entstanden. Und dann kann ich nicht erwarten, dass ich da Strom und Wasser hinkriege. Ne? Da haben die Leute dann halt eine Autonomieversorgung, sie haben halt eine Sickergrube, sie haben eine Zisterne und lassen sich das Wasser kommen. Da kommt dann aber auch kein Internet hin. Ja, das heißt, die Internetversorgung in solchen Objekten ist dann eben sehr häufig mobil. Die ist ja schon ziemlich cool. Also 5G hast du dann schon an vielen, vielen Stellen, es sei denn, du bist im Bergschatten. Aber ich sage mal so, wenn jetzt nicht gerade super viele Reisende sich um einen Mobilfunkmast kloppen, dann kann das auch super laufen. Also wir hatten letztens ja jemanden hier, der auch ganz verzweifelt hier reinkam. Der sagte, Mensch, in den Pandemie-Wintermonaten, es hat so super funktioniert mit meinem mobilen Netz. Ich konnte alle meine Schulungen machen. Aber jetzt geht es nicht mehr. Ja, weil es eben noch andere Leute gibt, die den gleichen Mast benutzen. Und dann geht halt einfach die Leistung runter. Das ist man ja bei uns eigentlich auch ständig gewöhnt. Also insoweit ist das ja, da kommt ja auch nur zweimal in der Woche der Tanklaster mit dem Internet vorbei. Also das Hier war ist gerade der ja. Tanklaster mit dem Wasser, das war das Piepen eben. Ah, okay. Also das heißt keine Leitung, sondern tatsächlich ein Tank. Wir haben leider in Santa Nie das Problem, dass wir ein sehr versalzenes und sehr kalkhaltiges Wasser haben. Und deswegen haben wir hier für den Coworking Space die Zisterne reaktiviert, renoviert und lassen uns tatsächlich das Wasser aus einem Brunnen kommen. Mal eine ganz andere Frage, also jetzt nicht von Mallorca aus betrachtet, aber du kennst dich natürlich in der Coworking Space Community aus. Wenn ich jetzt bei mir im Dorf oder in der Stadt in Deutschland irgendwo eine Coworking Area habe und ich überlege mir, naja, eigentlich brauche ich mein Büro nicht mehr, ich kann ja in so eine Coworking Space reingehen und zweimal in die, wie organisiere ich das eigentlich? Was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten? Was ist da eigentlich so aus der Erfahrung, was jetzt so die Kolleginnen und Kollegen so erzählen aus anderen Coworking Areas? Was funktioniert da gut und was funktioniert da eher nicht so gut und worauf muss man da eigentlich achten? Kommt ein bisschen auf den Space natürlich drauf an. Ja, also je nachdem, wie der aufgebaut ist, ob es Möglichkeiten gibt, sich auch zurückzuziehen oder ob es ein großer Raum ist, wobei wir viele jetzt auch schon Veränderungen gemacht haben, ja, weil es halt einfach nicht geht, wenn alle Leute in Videokonferenzen stecken, kann man nicht in einem offenen Konzept so einfach agieren. Also auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie ich arbeite. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel super viel mit Menschen aus der Softwareentwicklung zu tun. Und wenn es nicht gerade das Paired Programming ist, wo man die ganze Zeit in Echtzeiten mit einem anderen Team online zugeschaltet, sprechend gemeinschaftlich programmiert, dann ist es hier auch gar kein Thema. Und muss man sich selber auch fragen. Also was ist mein Ruhebedürfnis? Finde ich die Zonen in dem Coworking Space, die zu meinem Stil zu arbeiten passen? Und finde ich auch den Tarif, den ich dann brauche? Ja, also dass ich halt, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der 24/7 arbeiten möchte, weil ich zwischendurch was mache und dann abends auch gerne noch mal von 8 bis um 10 arbeiten möchte, muss ich natürlich auch entsprechend gucken, ob ich so einen Space finde. Das kann nicht jeder anbieten, ganz klar. Und das sind dann schon mal die Auswahlkriterien. Oder ist es mir wichtig, was das für eine Community ist? Also es gibt auch viele, wie ich zum Beispiel, als ich noch in München war, ich bin sehr weit, habe ich mich auf den Weg gemacht, um in meine Coworking-Community in West-Schwabing zu kommen, weil ich einfach die Menschen dort total geschätzt habe und auch schon kennengelernt hatte. Und selbst als dann näher ein Coworking Space war, war das für mich dann nicht so die Option. Es war zwar näher, aber das ist halt auch wichtig, ne? Was ist für ein Spirit da drin? Was sind das für Leute? Und kümmert man sich auch ein bisschen darum, die Leute zusammenzubringen? Und das ist ja eigentlich auch das Coole. Ich muss sagen, also dass ich hier bin, hat auch nur mit Coworking zu tun. Weil wenn ich nicht nach einem Urlaub irgendwo gemeint hätte, Mensch, wie wär's denn mit einem Coworking Space in der Walachei auf Mallorca? Und alle gesagt haben, do it. wäre ich vielleicht gar nicht hier.
Aber du fühlst dich wohl hier und deine Gäste fühlen sich wohl auch hier Auf jeden gut. Fall. Und wie gesagt, wir sind nicht nach Palma gegangen, um tatsächlich auch nicht ne, die Münchner Großstadt gegen eine andere Großstadt zu tauschen, sondern uns ging es ja wirklich darum, Entschleunigung für uns zu finden und Entschleunigung anderen anzubieten. Denn das sehen wir wirklich immer stärker. Die Menschen, die herkommen, sind so unter Strom. Ich hatte so eine schöne Begegnung, eigentlich nicht so schön, aber bei einer Bäckerin, wo die Bäckerin war am Telefon und hat auf Mallorquin geklärt, dass ein Geburtstagskuchen nicht geliefert worden ist. Und das war an dem Tag. Also hat sie irgendwie versucht, eine Lösung zu finden. Und gleichzeitig waren halt ich im Laden und vor mir eine deutsche Touristin, die was bestellen wollte. Und die war schon total nervös und so, ja, wann komme ich jetzt mal dran? Ja, kann ich nicht mal aufhören zu telefonieren? Und so, und nachher sagte dann die Bäckerin zu mir, was ist los mit den Deutschen? Die sind doch hier im Urlaub. Warum muss das immer alles so schnell gehen? Warum, ich musste doch diesen Geburtstag retten. Ich hatte doch hier eine Aufgabe. Das war doch viel wichtiger, als jetzt schnell sofort etwas in der Bäckerei zu kaufen. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, ne? Also dieser wahnsinnige Druck und dieser Takt, den viele Menschen sich so geben und geben lassen, das nehmen sie, legen sie auch im Urlaub nicht ab. Und dafür ist es uns wichtig, dass wir so ein Dorf haben, wo die Bäckerin sagt, hey, hier muss man auch mal Ruhe haben, abzuwarten, bis ich das mit dem Geburtstagskuchen geklärt habe. Ja. Wenn sich das dann Und hinterher auch mit dem entsprechenden Videocall klären lässt, also weil die Leute kommen ja zu dir, um zu arbeiten, nehme ich jetzt richtig. mal an, ja. Aber sie kriegen auch viel geschafft, weil nicht so viel auf sie einprasselt. Ja, man darf ja gar nicht vergessen in einer normalen Stadt, was alles auch auf dich einprasselt oder wie schnell alle Leute gehen. Schau mal, ich habe hier damals von meinem ersten Vermieter beigebracht bekommen, nicht so schnell zu gehen. Du gehst viel zu schnell. Du musst langsamer gehen. Es ist zu heiß hier, das schaffst du nicht. Du musst langsam gehen. Okay. Und hier gehen die Leute alle langsam. Dann war ich ja immer wieder auf einem Wochenseminar in München. Am Anfang sind die Leute alle an mir vorbeigeschossen und ich habe auch nur gedacht, boah, was rennen die hier alles? Das war echt wirklich komisch, wenn ich jeden Morgen dann mit der Bahn zu meinem Einsatzort gefahren bin. Und das Witzige war, als ich dann nach einer Woche zurückgekommen bin, habe ich meine Nachbarn hier wieder überholt. Und dann habe ich gemerkt, guck mal, wie du dich hast mitreißen lassen. Ne? Wie nur weil alle so rennen, du auch rennst, ja, du auch nicht mehr eigentlich in deinem Tempo vielleicht gehst. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wieder ruhig werden. Also, Work-Life-Balance, Workation, sind das die neuen Trends für New Work, für die neuen, egal ob auf Mallorca oder wo auch immer, oder ist das nur eine Mode? Was meinst du? Also ich denke, dass ein paar Menschen auch durch diese Vocation wirklich spüren, dass sie anders arbeiten wollen und auch anders arbeiten würden. Wir hatten zuletzt mal eine Gruppe von Selbstständigen hier und viele von denen haben dann nach einer Woche schon gesagt, ich habe mich hier ganz anders kennengelernt, wie ich arbeite und wie ich arbeiten will. Und es waren Selbstständige, ne? Also die ja jetzt gar nicht unbedingt in dem Korsett einer Firmenvorgabe waren. Und, aber dass sie trotzdem sich eben an andere angepasst haben und wirklich hier, wo sie mal losgelöst von allem waren, festgestellt haben, was ihnen gut tut. Und das, also ich sage immer Work-Life-Balance, naja, ist auch so ein schöner Begriff, aber tatsächlich mal merken, wie will ich arbeiten? Und ich finde, New Work heißt ja auch eben darüber nochmal ganz neu nachzudenken, wie wollen wir arbeiten? Wie können wir arbeiten? Weißt du, in den 90ern habe ich damals als Journalistin gearbeitet und war bei der EU bei einem großen Kongress, wo es darum ging, der Aufbruch in die Wissensgesellschaft. Und deswegen, hey Leute, es ist seit den 90ern spätestens bekannt, dass sich etwas wahnsinnig ändert, ja? Und trotzdem hat man immer noch weiter so getan, als seien wir noch in der Industriegesellschaft und packten alles noch so durch, wie es da ist. Aber Wissensarbeitende können nicht im 8-Stunden-Takt Dinge tun. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ja? Und wenn dann Leute mit Burnout rausgehen oder anderen Themen, das hat ja auch einen Hintergrund. Das ist ja nicht, weil wir alle irgendwie psychisch so labil sind, sondern es ist einfach, dass bestimmte Vorgaben nicht mehr zu dem passen, wie wir heute arbeiten. Dass halt manche Sachen kognitiv sehr anstrengend sind und dass man dann einfach auch wirklich mal zwischendurch eine Pause braucht.
wie Leute, die herkommen. Wir sind mitten in der Stadt, das ist super, weil du kannst hier durchs Altstadttor gehen und bist bam in einer anderen Welt. Und dann gehst du vielleicht irgendwas Kleines essen oder trinkst irgendwo noch einen Kaffee draußen und dann kommst du wieder zurück und bist auf einmal so wieder runter, ja, dass du halt auch wieder frisch arbeiten kannst. Und das wird sich vielleicht ändern, dass Leute eben sagen, hey, ich brauche einen anderen Arbeitsrhythmus. Und wir wollen ja alle nicht mehr arbeiten, sondern klüger arbeiten. Und man will ja auch nicht mehr Leute beschäftigen, sondern Menschen besser beschäftigen, damit das passiert, was man passieren will. Und da muss man mit der Ressource Arbeitskraft vielleicht auch etwas achtsamer umgehen. Ja. Insoweit war das jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ein paar Fotos, wie man bei dir arbeitet, findet ihr hier, da und dort. Danke und vielleicht kommen wir uns mal auf Mallorca, komm ich mal euch in Mallorca zum Arbeiten oder zum Urlaub machen vorbei. Sehr gerne, ich freue mich.